Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem Juni-Tagoskop. Der Juni, schon ist er da. Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Was kommt auf dich zu? Welche Energien stehen dir zur Verfügung? Zwischenmenschliches oder gar, was du außer Acht lassen solltest. Wie möchte sich dein Juni gestalten? Zu diesem Video gibt es eine Extended-Version. Die findest du hier unten unterhalb der Infobox. Drück drauf, du wirst weitergeleitet. Die Waage. Jetzt kommt der Satz, könnte ich noch mal Kind sein? Dann würde ich meine Zukunft anders gestalten. Es geht nicht darum, dass du über etwas trauerst, wie die Dinge sich entfaltet haben, wie sie geschehen durften, sondern ich glaube, es hängt damit zusammen, dass du dich anders fokussieren würdest. Denn das, was jetzt kommt hier, liebe Waage, schnall dich an. Der Juni wird sehr intensiv für dich. Er wird hervorragend. Du brauchst eine Portion Mut, eine große Portion Mut, um auf die Rätselslösung zu kommen. Der göttliche Funke, die Lösung, die Erkenntnis. Der Juni fordert dich heraus, wieder zu glauben, den Glauben wieder zu finden. Du wirst beobachtet. Bist im Visier von jemandem. Gut möglich, dass du ein altes Schmuckstück findest, bekommst, dass es ausschlaggebend ist für dich. Aber jetzt will ich schnell hier schauen, damit es nicht nachher eventuell im Tarot untergeht, werde ich beobachtet. Der Schmerz. Du beobachtest dich selbst, liebe Waage. Der Schmerz in dir beobachtet dich. Gut möglich, dass etwas aus der Vergangenheit wieder an die Oberfläche kommt und vielleicht auch deswegen der Anfangssatz, wenn ich noch einmal Kind wäre. Du möchtest definitiv Gerechtigkeit walten lassen, Gerechtigkeit erfahren. Wirst du definitiv? Doch dafür solltest du die Unendlichkeit begreifen. Einige Menschen wollen Zugriff auf dich bekommen oder haben, weiterhin haben im Juni, die, sei es dich um Hilfe fragen, sei es dich um Rat fragen, die meinen, dass du etwas hast oder besitzt, was sie auch gerne haben möchten.
Die Person an deiner Seite, sie schützt dich. Sie ist dir ein sehr fairer Wegbegleiter. Doch gleichermaßen erstickt sie dich in diesem Space, in diesem Raum, auf das du dich nicht wirklich frei entfalten kannst. Gut möglich, dass jemand von euch in einer On-Off-Beziehung ist. Und euch jemand, ja, sagen wir, fast schon vermessen, in Abhängigkeit halten möchte. Doch ich glaube, dass du sicherlich im Juni dein Bewusstsein dorthin gehen erweiterst, dass du dies erkennen wirst. Und die Lösung ist, glaube ich, auch relativ schnell parat, wie du damit umgehen solltest. Wunderbar, schaut her. Die Karte hat sich schon von alleine umgedreht. Die Lösung ist parat. Das Universum gibt dir die Chance dazu. Die neue Chance, um zu sprechen, um dich zu zeigen, und die neue Chance sowieso aus dem Nichtstun, aus der Starre, aus der Hoffnungslosigkeit, die du manchmal empfindest, etwas Neues gebären zu können. Du lässt vor allem den Schmerz los, der an die Oberfläche kommt. Hältst nicht mehr an ihm fest. Du verlierst das Interesse, Gott sei Dank. Denn durch dieses ewige Festhalten verpasst du doch dein ganzes Leben. Du lässt dich treiben, suchend nach einem Anker. Auch im Job, dort, wo du schon längst die Lust und Muße verloren hast. Kommt etwas Neues. Für einige sind ausschlaggebend die Zeugen Jehovas hier. Dort findet ein Austritt statt. Jemand, sicherlich für jemanden ganz Spezielles hier draußen. Und es gibt Grund zum Feiern. Auch jemand aus deiner Kindheit, gut möglich, dass du ein Erbstück bekommst. Das kann in Form von materiellem sein, also entweder von Geld oder von einem Schmuckstück. Du bist bereit, einen ganz expliziten Neuanfang zu wagen, wenn das Thema Schmerz losgelassen ist. Du bist bereit, alles zu geben, wenn es um dein eigenes Glück geht. Du wirst im Juni tatsächlich begreifen, dass nur du
für dich selbst verantwortlich bist, für dein Glück, für dein, ja, wie kann ich das sagen, für dein ganzes Sein. Du bist sehr inspiriert, vor allem spirituell. Wie gesagt, der Glauben kehrt zurück in was auch immer. Du findest darin sehr viel Halt. Wichtig ist aber, dass du dich, liebe Waage, nicht besser darstellen sollst, als die Tatsachen sind. Das bedeutet, bleibe immer bei der Wahrheit. Denn ich sehe, da kann durchaus mal gemogelt werden, dass du besser dastehst als andere. Und vor allem dann, wenn es um deine emotionelle Ausgeglichenheit geht. Wer einen neuen Menschen kennenlernt und an einer Partnerschaft interessiert ist, ist es wichtig, ehrlich zu bleiben, auch dort. Bei dir, liebe Waage, kommt das Gefühl sehr stark durch, dass es im Juni sehr, sehr stark, sehr, sehr großes Thema deine Finanzen sind. Darauf zu kommen, wie du deine Finanzen increasen kannst, wie du deine Finanzen stabilisieren kannst. Doch auch deine Finanzen sind sehr, sehr stark gekoppelt mit deiner emotionellen Inner World, also mit deiner Innenwelt. Die Person hier, die von dir geküsst wird oder die dich küsst. Gut möglich, dass es ein Wasserzeichen oder ein Erdzeichen ist. Ist vollkommen überrannt, überrumpelt, übermannt. Wenn es um das Gefühl geht, das du vermittelst, beziehungsweise diesen Space, der da zwischen euch entsteht. Auch könnt ihr euch damit auseinandersetzen, mit einem Geheimnis, das ins Grabe mitgenommen wurde, eventuell ein Familiengeheimnis, vor allem dann, wenn es sich um eine weibliche Verstorbene handelt, zu der du ein sehr, sehr gutes Verhältnis hattest, liebe Waage. Löse das Geheimnis. Ja. Die Leidenschaft in der Liebe. Ein Skorpion, ein Zwilling. Und der Schmerz, der wieder an die Oberfläche kommt. Wie hängt das zusammen? Revisioniere den Schmerz, der an die Oberfläche kommt und schau, ob er dir wirklich noch weiter dienlich sein wird. Denn sobald du diesen loslässt, sobald du zu dir zurückkehrst, in dich zurückkommst, kann man das so sagen? Ja, ich denke schon. Schließt du etwas ab und es beginnt etwas Neues. So viel Miteinander, so viel Harmonie, so viel Leidenschaft, wenn du dem allen Zeit gibst, dass es sich entfalten darf und nicht in alte Muster zurückgehst. Die Ungeduld in der Liebe, sich zu fragen, warum ist es so langsam, warum entfaltet es sich so langsam? Ganz einfach. Damit du dich immer wieder fragen kannst, was will ich? Auch hast du manchmal das Gefühl, nee, falsch. Du kommst manchmal in solche Fahrwasser, wo du zu sehr kontrollieren möchtest. Zu viel Anerkennung im Außen brauchst, bin ich wirklich der oder diejenige, der die Richtige
Der Juni lenkt dich ab. Er lenkt dich ab. Denn du möchtest viel lieber unter Leute gehen, viel lieber dich der Freizeit, dem Spaß widmen als deinen Verpflichtungen. Die Frage ist, revisioniere deine Verpflichtungen, ob es auch noch tatsächlich heute Verpflichtungen sind oder sein sollen. Ein Krebs, der bereit ist zu sprechen, wird dich befreien. Jemand kann eine neue Innenbeleuchtung zu Hause kaufen oder montieren. Der Profilierungsdrang verschwindet. Weil irgendetwas in dir sich so verändert, dass du weißt, es passt, dieses alte Muster passt nicht mehr zu deinem Heute. Du, liebe Waage, gut möglich, dass du im Juni für das, was du möchtest, für dein Glück, über Leichen gehst. Scheuklappen auf und durch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Auch kann sich jemand von euch bevormundet fühlen durch ein Familienmitglied, gut möglich die eigene Mutter. Ja, die eigene Mutter, da ist die Mutter der Perlen. Doch das ist eher die Energie, die du einnehmen solltest. Lausche, höre, lass auf dich wirken und gebe der Situation, in der du dich befindest, Zeit und Raum für dich selbst, auf das du hineinfühlen kannst, wie du darauf antworten möchtest. Diejenigen, die am Meer leben, ans Meer fahren, was auch immer, also die am Meereswasser sind, könnten ihre medialen Fähigkeiten ausprobieren, indem sie das Wasser beeinflussen. Noch dazu bitte auch, achtet auf Strandhut, denn ihr werdet etwas finden. Und vor allem frage dich, was will dir diese Situation, in der du dich jetzt heute befindest, was will sie dir eigentlich sagen? Du bist im Juni zu einem Fake, sofern du, wie ganz am Anfang erläuterst, dich nicht nur vom Schmerz beobachten lässt, sondern auch du den Schmerz beobachtest, auf dass du diese innere Unruhe endlich gehen lassen kannst. Wir machen weiter im Extended, liebe Waage. Den Link findest du hier unten. Bis gleich. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ciao.